Recht herzlich willkommen zur 41. Folge von Factorio. Wir sind auf dem Weg zu checken, ob wir grüne Tränke noch haben, beziehungsweise produzieren. Da fehlt es ganz klar an Fließblendern. Jetzt ist nur die Frage. Ja, haben wir. So, das geht auf jeden Fall. Wie sieht's denn hier mit der Produktion aus? Da wären auch noch welche drin, ne? Das würde bedeuten, der nimmt ihr raus. Nein, macht er nicht. Gut, jetzt werden auf jeden Fall wieder welche produziert. Ich schmeiß mal oben Fließbänder rein. Das können wir ja so wunderbar machen. Und geht das dann da rein? Nee, warte mal, das ist Quack. Doch, wenn ich... Nee, geht's nicht. Habe ich denn die Fließbänder immer reingemacht? Was reingemacht, damit es ausgeladen wird? Ja. Hatten wir irgendwo noch eine Kiste, wo das passiert? Ich glaube nicht, ne? Nicht wirklich. Ich glaube, wir produzieren aber auch gar keine mehr, ne? Oder produzieren wir irgendwo noch? Ich glaube nicht. Die haben wir wahrscheinlich irgendwo umgeändert. Da passiert auch nichts. Was passiert denn, wenn ich die da reinsetze? Ne, das geht nicht. Will er nicht. Da ist voll und der setzt nicht ab. Auch gut. Forschung läuft auf jeden Fall wieder. Stellt sich jetzt gerade wirklich die Frage, wo ich das letztes Mal das hingepackt habe, dass es ausgepackt wird, ne? Der funktioniert andersrum. Das würde ich mal sagen. Können wir das doch nach das... Doch, das geht ins System rein. Würde bedeuten, ich kann es auch so machen. Ja, lass mal laufen und pack die da mal rein. Packt jetzt erstmal die Platten aus. Die nehme ich ihm aber mal weg, dann packt er wahrscheinlich die anderen aus, oder? Ja. Dann lassen wir das erstmal so. Gut. Forschung läuft auf jeden Fall wieder. Auf allen vier Ebenen, auch gut. Und wir waren mit der Eisenbahn beschäftigt. Da müssen wir mal gucken, was uns fehlte, um die zu produzieren. Ich glaube, das waren wahrscheinlich die Eisenstangen, ne? Nee, Stahlträger. Sind die hier noch drin? Ja, 47 Stück. Und Eisenstangen brauchen wir auch. Die sind da auch drin. Er packt alles rein, aber nicht das, was wir brauchen. Auch gut. Der ist wie wild am Drehen da. Und eine Solarzelle geht da auch durch die Gegend. Gut. Ich glaube, jetzt können wir hier erstmal weiterbauen und... wir müssen aber erstmal hier den wegmachen. Ist er jetzt hier gelandet? Nee, ne? Da ist er. Geht auch so, oder was? Dann machen wir den noch so dahin, ne? Die muss weg. Und ich glaube, wir haben zwei davon abgebaut. Und dann kam dieser dahin. Genauso sieht's aus. So, das würde passen. Hier geht es natürlich nicht weiter. Wir sind jetzt auch in einem Gebiet, wo dann die Frage ist, wie sicher das hier ist.
Noch sehe ich keinen Gegner oder sowas. Sind auch keine Zeichen, dass wir hier was hatten. Da unten ist was. Stellt sich nur die Frage, was es ist, ne? Ich glaube, wir checken das mal gerade nicht erstmal. Erstmal zurück. Und ich würde dann auch das Auto bevorzugen, ne? Weil da sind wir vielleicht schneller mit weg, oder? Gut. Ja, da ist unser Zug, ne? Den wir irgendwie nicht fahren können. Können wir auch nicht hinspringen irgendwie. Zug können wir zeigen. Da ist immer noch das gleiche drin, also tut sich nichts. Ziel ist nicht erreichbar, das ist schon mal klar. Ja, gute Frage, ne? Was passiert weiter? Wir haben alles am Laufen. Forschung läuft auch wieder, ist auch gleich fertig. Das würde jetzt bedeuten, wir müssen einfach zusehen, dass wir jetzt panzerbrechende Munition kriegen, Stahlträger kriegen, Eisenplatten kriegen, Kupferplatten kriegen und Solarmodule. Solarmodule haben wir schon mal auf jeden Fall 10. Sind denn da schon welche reingeflossen? Nein. Er sortiert aber auch gerade keine aus. So. Das bedeutet, wir haben ja nur noch diese Forschung. Die können wir dann einfach weitermachen, ne? Und die Forschung läuft aber noch. So, was sortiert er aus? Gute Frage. Verbrennungsmotoren sortiert er aus. Die sollte er aber gar nicht aussortieren mehr. Sondern jetzt soll er erstmal die aussortieren wieder. Da kommt auch gerade welche vorbei. Es sind auch einige im System, so wie ich sehe, aber es ist kein Platz dafür drin, ne? Gut, er packt aber auch gleich schon wieder ganz fröhlich Kabel da rein. Da haben wir gleich Glück und dann nimmt man ein Solarmodul. Ne, wir sind gerade vorbeigewandert. Er war mit was anderem beschäftigt. Da ist das erste dran. Na gut, das klappt dann also auch. Forschung geht gerade wieder nicht mehr. Wahrscheinlich fehlt sie irgendwo an. Ne, ist sogar noch an. Aber wir können nachlegen, definitiv. Roboter fehlen noch, ja. Da kommt wieder was vorbei. Na, guck mal, weglegen, kriegt der eben nicht rein. Dann sind das, na komm, lass die mal drinnen. 2, wo werden die geforscht bzw. hergestellt? Hier, was fehlt? Stahlträger. Gut, dann biete ich denen jetzt die Stahlträger erstmal an. Und Elektroteile fehlen auch. Die werden hier produziert. Und da fehlen Platten. So, jetzt funktionieren die wieder. Gut. So, Forschung läuft. Naja, nicht ganz, aber... Die grünen Tränke sind schon da. Brauchen die keine? Rote Tränke fehlen jetzt. Okay. Ne, die waren hier oben irgendwo, ne? Da sind sie. Was fehlt denn? Zahnräder fehlen. Na komm, hier hast du 100 Zahnräder. Dann gibt es auch wieder rote Tränke. Gut.
Ja, ich glaube, die Panels, die sind überall unterwegs. 15 von 50. 6. Ja, was wird hier produziert? Knickarmroboter. Jetzt werden sie wieder hergestellt. Elektroteile fehlen. Da kommt gleich eins vorbei. Das nimmt er sich wahrscheinlich. Genau so ist es. Okay, er packt sie alle rein. Kommen jetzt auch. Ja, geht, ne? Solarmodul müsste jetzt wieder laufen. Passt auch. Ja. Werden produziert. Forschung müsste jetzt wieder funktionieren. Da kommt ein roter Trank, läuft am ersten vorbei, wird am zweiten genommen und die läuft dann auch. Also alles erstmal im grünen Bereich. So, jetzt müssen wir nur gucken, wo diese zwei Bahnhöfe sind, ne? So, dann würde ich mal sagen, ob... Fahren wir mal da unten runter, oder? Ja, ich weiß jetzt nicht. Was da unten los ist, ne? Bin so ein bisschen bange. Da rechts ist auch noch was. Sind das jetzt Gegner? Ich schätze mal, das sind Gegner. Das vor mir dampft so komisch. Und ich bin bestimmt nicht der gute Autofahrer. Nee, da fahre ich jetzt nicht näher ran. Ich fahre mal hier lang. Und such mal hier unten noch weiter, ob da noch was ist. Ah, hier ist ein Kohlefeld. Jetzt wird es auch gerade dunkel. Da ist die Karte aber wohl zu Ende. Und da ist auch wieder was. Wo ich nicht weiß, ob das gut oder schlecht ist. Hier sind auch ein bisschen viele Bäume. Kann man schlecht Auto fahren, ne? Gut, da ist dann ein See. Aber irgendwie muss man da ja runter, ne? Warte mal, hier ist ein Eisenfeld gewesen, oder? Ja. No risk, no fun, oder wie war das? Mal hier lang. Einmal gucken. Kommt einer? Ne, kommt keiner.
Da sind Schienen. Okay, das gehört also zu uns. Gut, gut. Dann wissen wir das schon mal. Hier ist irgendwo eine Verbindungslinie gewesen. Wo geht's weiter? Gute Frage, ne? Da hinten ist ja noch was aufgedeckt, also müsste rein theoretisch da noch was von uns sein. Das könnte aber auch der Gegner sein, ne? Da oben ist auch noch was. Schwierig, ne? Schwierig. Risiko, ne? Das gehört uns. Okay, hier gibt es Kupferfelder. Verteidigungsanlage gibt es auch. Hier muss Strom hin. Gut. Wir hätten Strom in geringfügiger Form da, nämlich einen Mast. So, das bedeutet, wir müssen erstmal zurück. Wir müssen uns gucken, dass wir dieses hier verbinden, in irgendeiner Form mit Strom. Gut, okay. Wo geht's lang? Hier. Da unten ist schon der Strom. Gut, wir brauchen große Masten. Das ist das nächste, was wir bauen müssen, damit es dann weitergeht. Wo parke ich? Bom, super geklappt, ne? Voll davor gefahren. Irgendwo, wo ein bisschen Schutz ist, ne? Hier ist gut. Da kann man aussteigen. Gut, okay. Da haben wir unsere Erkundungstour gehabt. Wir wissen jetzt, wo wir erstmal runter müssen, wo wir eine Verteidigungsanlage haben, die wir dann verbinden können. Die Frage, ob es da noch mehr auf der Karte gibt, muss man dann gucken. Ja, zurzeit läuft es erstmal wieder mit Forschung. Die Elektromasten können wir wahrscheinlich bauen, die großen, ne? Hier fehlen uns aber Stahlträger, alles klar. Gut. Was macht die Kiste hier? 15 plus 10. Dann können wir eigentlich da hinlegen. Dann haben wir 25. Fehlt es noch weiter dran, ne? Wahrscheinlich. War hier, ne, oder? Ja, was fehlt? Elektroteile. Und Elektroteile gab es hier. Und da fehlte was? Stahl. Läuft. Ja komm, die können wir da alle reinlegen, dann geht's auch. Warte, die beiden auch noch. Gut, jetzt wird produziert. Solarpanels werden da gemacht. Was wird hier gemacht? Grüne Tränke, die laufen aber auch eigentlich. Können wir aber gerade hier nochmal voll machen. Und Roboter haben wir nicht. Hier war Roboter. Wahrscheinlich fehlt das. Gut, läuft dann auch. 25, was packt der aus? Das, alles gut. Gut, Kupferleitungen sind genug da. Die werden hier gemacht, ne? Zum Glück gibt's gerade keinen Kupfer mehr. So läuft. Gut, dann würde ich aber sagen, soll's erst für diese Runde wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.